20 Stunden nach dem Anschlag steht das amerikanische Verteidigungsministerium noch in Flammen. Die Schaltzentrale einer Supermacht, nur noch ein Trümmerhaufen. Ein Abschnitt des fünfeckigen Gebäudes fällt nach dem Terrorangriff in sich zusammen. Wie viele der 23.000 Mitarbeiter tot oder schwer verletzt darunter liegen, weiß niemand. Und diejenigen, die das Inferno überlebten, stehen unter Schock. Nein, nein, ich habe kein Flugzeug gesehen, sagt dieser Mann. Ich habe auch keins gehört. Alles, was ich hörte, war der Knall. Und dann sah ich die Flammen, den riesigen Feuerball, der über das Gebäude kam. Die Maschine war eigentlich unterwegs von Washington nach Los Angeles, für den Langstreckenflug vollgetankt mit Kerosin. Kurz nach dem Start verschwand sie vom Radarschirm und tauchte plötzlich wieder auf, bevor sie dann mit einer scharfen Kurve Kurs auf das Pentagon nahm. Bis zu 800 Menschen kamen beim Anschlag ums Leben, unzählige wurden verletzt. Nicht nur Amerikaner fragen sich, warum ausgerechnet diese Schaltzentrale der Supermacht so empfindlich getroffen werden konnte. Ein Gebäude, das eigentlich streng bewacht und geschützt werden müsste. Das ist selber geschützt, das Gebäude, da sind Personenkontrollen, aber gegen einen derartigen Angriff aus der Luft ist es nicht geschützt und ist es auch nicht zu schützen, denn unmittelbar neben dem Pentagon ist der Landeanflug für den National Airport in Washington und die Maschinen fliegen dort nur in 20, 30 Meter Höhe Entfernung. Wenn die also einen kurzen Haken schlagen, dann sind sie drin. 343.447 Quadratmeter Fläche. Das Pentagon war bislang berühmt als größtes Bürogebäude der Welt, ausgestattet mit modernster Technik. Technik, die viel leisten, aber diesen folgenschweren Anschlag nicht verhindern konnte. Das ist ein ganz besonders tiefer Schock für die Amerikaner, auch für die amerikanischen Soldaten, denn ihr Verteidigungsministerium, das Pentagon, galt als unverwundbar. Jetzt ist es getroffen worden und damit ist die Seele der Amerikaner getroffen. Zu einem weiteren Inferno mit stark symbolischem Charakter kam es jedoch nicht. Die vierte entführte Maschine sollte Gerüchten zufolge den Sommersitz des amerikanischen Präsidenten treffen. Das Flugzeug mit 45 Menschen an Bord zerschellte allerdings auf diesem Feld bei Pittsburgh. Mit Symbolen sprachen heute auch die Amerikaner in Washington. Obwohl Abschnitte des Gebäudes noch brannten, zeigte das Pentagon heute schon wieder Flagge. Verteidigungsminister Rumsfeld hatte angeordnet, die nicht zerstörten Bereiche wieder zu öffnen, um der Welt zu zeigen, dass die Regierungsarbeit weitergeht. Zu früh. Weil das Feuer im Pentagon immer wieder aufflammte und sich auszuweiten drohte, musste das Verteidigungsministerium heute erneut evakuiert werden. Entsetzen über die unfassbaren Attentate in den USA überschattete heute auch das öffentliche Leben bei uns hier in Deutschland. Am Vormittag wurde in der Berliner St. Hedwigskathedrale ein zentraler Trauergottesdienst für die Opfer gelesen. Die evangelische und die katholische Kirche riefen die Politiker zu besonnenen Reaktionen auf. Bundeskanzler Gerhard Schröder versicherte den USA in einer Regierungserklärung Deutschlands uneingeschränkte Solidarität. Aus Berlin, Carsten Mierke. Es ist ein Meer aus. Der unglaubliche Angriff gerade 18 Stunden her. Das Böse schlechthin. Menschenverachtung und Barbarei haben uns gestern angegriffen. Wie versteinert auf der Besuchertribüne der neue amerikanische Botschafter Dan Coats. Heute sind wir alle Amerikaner. Fast ein bisschen wie Erleichterung wirkt der Beifall im Deutschen Bundestag. Wir sind sehr dankbar für die Freundschaft und Anteilnahme, die wir hier heute erfahren, sagt der Botschafter. Es ist eine Tragödie, die uns vereint. Allein während der Rettungsarbeiten wurden vermutlich mehr als 500 Polizisten und Feuerwehrleute getötet. Ihren Familien hilft die Bertelsmann-Gruppe mit 2 Millionen Mark. Ich darf Ihnen versichern, dass wir alles Menschenmögliche getan haben, um aus der Ferne zu helfen. 2 entführte Passagiermaschinen rammen zielgenau die Türme des World Trade Center. Eine solch perfekte Horrortat traut das Kanzleramt nur einem zu, dem Top-Terroristen Osama Bin Laden, und stützt sich dabei auf europäische Geheimdienste. Die dazu notwendige hochprofessionelle Vorbereitung und die vermutlich auch hohen Finanzressourcen, die erforderlich gewesen sind, spricht ja in der Tat in vielen Punkten dafür, dass die Täter aus dem Umkreis von Osama bin Laden zu suchen sind. Um 13.50 Uhr dann Aufregung im Auswärtigen Amt, Bombendrohung, alle 1800 Mitarbeiter müssen raus, Spürhunde suchen nach Sprengstoff, finden jedoch bisher nichts. Überhaupt, sagt der Innenminister, sei Deutschland nicht akut gefährdet.
solange zumindest nicht wie die USA nicht zurückschlagen. Je nachdem, wie das aussieht, kann sich die Gefahrensituation in Deutschland und anderen Ländern erheblich verändern. Trauer, Bestürzung und Solidarität. In Berlin waren das heute die meistgehörten Worte. Auch beim großen ökumenischen Gedenkgottesdienst in der Hedwigskathedrale. Viele Bürger und Politiker waren dabei, auch die Frau des Schweizer Botschafters, Sean Barra Fielding, eine Amerikanerin. Vor dem Berliner Bundeskanzleramt steht jetzt unsere Reporterin Jutta Bielich. Jutta, Sie waren heute Morgen auch bei diesem Trauergottesdienst. Was hat am stärksten dort auf Sie gewirkt? Also ich fand, es war Gelegenheit innezuhalten, weil wir ja alle, und das trifft die Politiker wie die Journalisten, erst einmal wirklich verarbeiten müssen, was da gestern passiert ist. Und dieser Gedenkgottesdienst in der Berliner Hedwigskathedrale war so ein Moment, dieses für sich ganz persönlich zu erfassen. Und man hat den Politikern wirklich angesehen, als sie den Gottesdienst dann verließen, aus der Kathedrale herauskamen, dass jeder für sich seine ganz persönliche, sein ganz persönliches Bild von diesem Tag geprägt hat und auch diesen Moment des Innehaltens für sich genutzt hat. Die ganze Politspitze des Landes war vertreten. Viele Berliner waren auch da. Für Berlin ist Amerika was ganz Besonderes. Als der amerikanische Präsident Kennedy 63 hier war, hat er gesagt, ich bin ein Berliner. Viele Berliner sagen heute, wir sind alle New Yorker. Jutta, um 20 Uhr, haben wir gehört, wird Bundeskanzler Schröder noch mal im Kanzleramt hinter Ihnen wohl eine Erklärung abgeben. Er trifft sich im Moment, glaube ich, auch mit einigen Beratern. Um was geht's da jetzt? Also im Moment sind noch einmal auch die Fraktions- und Parteispitzen der Parteien des Bundestages bei ihm. Das zeigt den ganz, ganz engen Schulterschluss über alle Parteigrenzen hinweg. Im Moment berät man, wie man den USA helfen kann. Denn man hört aus der NATO in Brüssel, dass unter Umständen so eine Art Beistandsfall eingetreten ist mit diesem Angriff auf diese amerikanischen Ziele. Die NATO fühlt sich also verpflichtet zu helfen. Das bedeutet auch, dass die Bundesrepublik überlegt, wie sie jetzt den Amerikanern helfen kann. Darüber berät man und man versucht wirklich den Stand der Informationen, der sich ja auch von Stunde zu Stunde weiter verändert, allen weiterzureichen, sodass alle, ich sage mal, auf Ballhöhe sind, dass alle informiert sind. Ganz enger Schulterschluss, nicht nur zwischen mit den Amerikanern, sondern auch zwischen den Parteien hier. Deswegen heute Abend noch einmal dieses Gespräch und danach wird eben der Kanzler noch mal informieren. Ja, vielen Dank, Jutta Bielich. Um 20 Uhr wird parallel dazu auch der NATO-Generalsekretär George Robertson in Brüssel vor die Presse treten. Und wie ich höre, ist dort offensichtlich das FBI, also das Bundeskriminalamt der Amerikaner, dabei und stürmt ein Hotel. Diese Bilder hier von CNN spielen wir Ihnen gerade hier ein. Und offenbar hat man einige Verdächtige wohl in diesem Hotel geortet und hat mit einem großen Polizeiaufgebot dieses Hotel umstellt und ist wohl auch reingestürzt. Es ist im Moment nicht klar, ob Menschen festgenommen worden sind. Ich versuche auch gerade den Ton zu hören. Simulator training equipment and we do know that those passenger manifests on the plane have led investigators to both Boston and Florida. Die Reporterin von CNN spricht gerade davon, dass man ja in Boston in einem Auto und auch in zwei Taschen, was auch Christoph Lang vorhin schon erwähnt hatte, ja quasi Fluganleitungen gefunden hat und auch andere Hinweise darauf, dass dort in gewisser Weise aus dem arabischen Bereich kommende Menschen wohl versucht haben, diese Maschinen zu besteigen. Es ist ihnen offensichtlich auch gelungen. Eine Tasche oder zwei Taschen sind nicht mitgekommen. Auf dem Flugplatz, Parkplatz sind wohl Autos stehen geblieben, in denen man diese Hinweise gefunden hat. Also möglicherweise handelt es sich hier um die Terroristen, die die Flugzeuge dann gekapert haben und die dann, nachdem sie die Flugzeuge gehijackt haben, die Piloten überwältigt haben, um dann diese Flugzeuge auf das World Trade Center stürzen zu lassen. Das sind die aktuellen Informationen, die uns eben gerade aus Boston erreicht haben. Wir werden Sie natürlich im Laufe der Sendung auch noch weiter darüber auf dem Laufenden halten, wenn sich da was Neues tun sollte, wenn also beispielsweise über Festnahmen zu berichten ist. Der amerikanische Präsident Bush hat ja nun eine groß angelegte... Und sie sind entschlossen, die Massenmörder zu stellen. Kriegsschiffe an der amerikanischen Ostküste und Kampfjets auf den Flugzeugträgern in den Weltmeeren demonstrieren seit gestern wieder verstärkt die Schlagkraft der USA. Aber wohin sollen die Streitkräfte ihre Vergeltungsaktionen richten, solange nicht klar ist, wer tatsächlich hinter den Anschlägen steckt? Und niemand will einen Krieg aus blindem Rachedurst, der noch mehr Unheil bringen könnte. Der Papst verurteilte heute in Rom den Massenmord als schrecklichen Schlag gegen die Würde der Menschheit.
Er markiere einen dunklen Tag in der Geschichte. Das Oberhaupt der katholischen Kirche betet für die Opfer, aber auch für den Frieden, trotz oder gerade wegen der Ungeheuerlichkeit der Anschläge. Aus Solidarität mit den Opfern und als Zeichen dafür, dass keine radikale Palästinenserorganisation hinter den Anschlägen steckt, spendete Palästinenserpräsident Arafat Blut für Amerika. Er hatte schon gestern den Terror scharf verurteilt, ebenso den Freudentaumel seiner Landsleute. Als er die Bilder im Fernsehen gesehen habe, habe er an einen neuen Krieg gedacht, erklärte Russlands Präsident Putin. Der Staatschef des ehemaligen Erzfeindes der USA solidarisierte sich mit dem amerikanischen Volk und dem amerikanischen Präsidenten Bush. Der Terror in den USA sei ein Schlag nicht nur gegen die Supermacht, sondern gegen die gesamte demokratische Welt, sagte Großbritanniens Premierminister Tony Blair. Natürlich werden die USA Schritte erwägen, die sie als angemessene Strafe für die Schuldigen empfinden. Aber darüber hinaus gibt es Aspekte, die mit solchem Terror verbunden sind, die uns als internationale Gemeinschaft betreffen. Wer sind diese Gruppen? Wie operieren sie? Wie finanzieren sie sich? Wer unterstützt sie? Und vor allem, wie kann man sie stoppen? Den Schuldigen finden und zur Rechenschaft ziehen, das ist das eigentliche Ziel der USA, das Ziel, das einen Krieg ersparen würde. Wir müssen erst mal feststellen, wer denn tatsächlich hinter diesen barbarischen Verbrechen steckt, und dann lässt sich erst über Konsequenzen nachdenken. Aber wichtig ist, dass wir hier auch in dieser Frage eine gemeinsame europäische Position haben. Europa wird auch gerade angesichts dieser furchtbaren Erfahrung vom 11. September für uns alle immer wichtiger. Das FBI hat inzwischen verdichtete Hinweise darauf, dass der saudi-arabische Multimillionär Bin Laden Drahtzieher und Finanzier des Terrors war. Angesichts der weltweiten Empörung schließt die Taliban-Regierung in Afghanistan nicht mehr generell aus, Bin Laden auszuliefern. Aber als Bedingung fordern sie Beweise, und die werden wohl schwer zu erbringen sein. Nach wie vor schwebt also die Möglichkeit eines militärischen Schlages gegen die Taliban-Regierung in der Luft. Denn US-Präsident Bush hatte unmissverständlich auch jenen Vergeltung angedroht, die den Terroristen Unterschlupf gewähren. Ganz kurz noch, um Sie auf den letzten Stand zu bringen. Die Bilder, die wir Ihnen eben gerade gezeigt haben von dem Hotel in Boston, vor dem das FBI ja aufgefahren war und das offenbar auch Ziel einer FBI-Aktion war. Dazu erreicht uns jetzt gerade die Meldung, dass in diesem Hotel und auch gleichzeitig in Florida mehrere Menschen in Gewahrsam genommen worden sind vom FBI, also vom amerikanischen Bundeskriminalamt. Es ist im Moment unklar, ob es sich um mögliche Tatbeteiligte handelt oder um Zeugen. Das sind zumindest die Informationen, die uns hier gerade vor wenigen Sekunden aus den USA erreicht haben. Einen Tag nach den fürchterlichen Terroranschlägen in New York und Washington herrscht auch hier in Deutschland tiefe Trauer und Entsetzen. An vielen Orten, nicht nur in Berlin, legen die Menschen Blumen nieder, um ihre Anteilnahme zu zeigen. Andere Menschen wollen den Verletzten helfen und gehen Blut spenden. Radio- und Fernsehsender haben ihre Programme geändert, viele Veranstaltungen wurden abgesagt. Über Deutschland im Schockzustand berichtet Thomas Breckelt. Dieses grenzenlose Entsetzen, diese übermenschliche Trauer. In Deutschland versuchen die Menschen damit umzugehen, indem sie sich zum Beispiel vor US-Einrichtungen versammeln. Soll die Weltmacht USA nicht auch durch Anschläge bloßgestellt werden? Trauergottesdienste finden in allen deutschen Städten statt. Glockengeläut ruft zum Gedenken an die unschuldigen Opfer. Diese US-Touristin aus Minnesota ist zu Besuch in München. Es ist so ein trauriger Tag für unser Land, sagt sie. Ich danke den Deutschen für diesen Gottesdienst, für die wunderschöne Musik. Es hat mich zu Tränen gerührt. Ich bin so dankbar. Ich bin immer noch so betroffen. Ich glaube das einfach nicht, dass es Menschen gibt, die so etwas anstellen können. Auch die deutsch-amerikanische John F. Kennedy Schule in Berlin-Zehlendorf wird bewacht, aber sie bleibt geöffnet. Die Kinder und Jugendlichen in ganz Deutschland brauchen einen Anlaufpunkt, um das Unfassbare zu verarbeiten. Ich glaube, man muss Angst haben vor den Reaktionen, die jetzt von den USA kommen. Man weiß noch nicht, was passiert. Vielleicht bricht ein Krieg aus oder vielleicht geht's auch gut, aber man weiß ja nie, ne? Auch die Spaßgesellschaft zeigt sich betroffen. Fast 24 Stunden bis heute Mittag hatte der Musiksender Viva sein Programm unterbrochen. Der amerikanische Radiomoderator Alex sendet in seiner Morningshow bei einem Radiosender in Halle statt cooler Sprüche und harter Beats nur Anrufe entsetzter Hörer. Hier habe ich noch eine. Das hat sich gezeigt übers Telefonaten, dass
dass die Menschen wirklich Gefühl dafür haben und die haben Angst. Ich glaube, dass wir alle haben Angst im Moment, dass das nicht weiter eskaliert. Beim VW-Werk in Wolfsburg standen heute Mittag die Produktionsbänder still. Die Mitarbeiter trafen sich zu einer Schweigeminute. Auf der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main sind alle Partys abgesagt. Viele Kulturveranstaltungen finden nicht statt, weil alle eingesehen haben, dass im Moment niemand Sinn für geistige Genüsse hat. Wenn man was vorbereitet wie diese Modenschau hier und wenn man denkt, das ist das Größte überhaupt auf der ganzen Welt, was man macht, das Wichtigste, dann sieht man plötzlich, wie unwichtig das sein kann. Wie groß das Entsetzen ist, wurde gestern Nacht noch einmal deutlich. Zwei Lufthansa-Maschinen wurden kurz vor Erreichen der USA zurück nach Deutschland geleitet. Hier sahen die Fluggäste zum ersten Mal die schrecklichen Bilder aus New York. So viele Menschenleben aufs Spiel zu setzen, so viele Menschenleben, so viele Familien, die zerstört werden, ich verstehe das wirklich nicht. Die Menschen wollen jetzt nur eins helfen. An der Uniklinik Leipzig meldeten sich bereits am frühen Morgen ganze Firmen zum Blutspenden. Noch kein Mensch traut sich, über die weitere Entwicklung in der Welt nachzudenken. Die Tragweite kann ich noch nicht ermessen, aber eins ist gewiss. Nach dem 11. September hat sich die Welt verändert. Trauer und Gedenken weiterhin in Deutschland. Fast die gesamte Welt scheint durch das teuflisch perfekte New York-Attentat wie traumatisiert. Der Terroranschlag von New York forderte auch deutsche Opfer. Das Auswärtige Amt bestätigte bisher den Tod von 4 Bundesbürgern. Allerdings werden Dutzende deutsche Touristen noch vermisst, verlautete aus dem deutschen Generalkonsulat in New York. 3 Geschäftsleute aus Willstedt in Baden-Württemberg starben auf einer Dienstreise in den USA. Sie saßen in einem der Flugzeuge, das von den Touristen entführt wurde. Und sie stürzten dann mit der entführten Boeing ins World Trade Center. Alexandra Fesel und Stefan Schwarz mit Einzelheiten. Es ist traurige Gewissheit. Sie sind alle tot. Christian Adams, 37 Jahre, Vater 2 kleiner Kinder. Heinrich Kimmich, 43 Jahre, auch er hinterlässt eine Familie. Seine Kollegen Klaus Bothe, 31 Jahre, und Wolfgang Menzel, 60 Jahre. Er wollte in einem halben Jahr in Pension gehen. Sie alle wurden Opfer eines feigen Anschlages. Der Terror trifft nicht eine Supermacht. Er zerstört das Glück vieler Familien, nimmt Kindern den Vater, Frauen den Mann. Bestürzung herrscht auch bei Freunden und Arbeitskollegen. Armin Göring ringt um Fassung. Er hat einen seiner besten Mitarbeiter verloren. Ich war natürlich entsetzt, gelähmt, habe heute Nacht kaum geschlafen und bin dann heute Morgen sehr früh hierher, um die Mitarbeiter zu informieren. Es war eine ganz schlimme Sitzung, ein schlimmes Zusammentreffen, gelähmtes Entsetzen, Schweigen, Weinen. Während Christian Adams im Flugzeugwrack im Bundesland Pennsylvania stirbt, sind die anderen Deutschen im Anflug aufs World Trade Center. Der Passagier Heinrich Kimmich sieht dem Tod ins Auge. Die Boeing knallt gegen den südlichen der beiden Tower. Heinrich Kimmich ist sofort tot. Er ist eines der ersten Opfer eines feigen Terroranschlags. Neben ihm sterben seine beiden Kollegen Klaus Bothe und Wolfgang Menzel. Alle 3 waren auf Geschäftsreise, freuten sich auf den Rückflug nach Deutschland. Freuten sich auf ihre Familien zu Hause. Plötzlich spielt der Terroranschlag von New York mitten im kleinen beschaulichen Willstedt. Fassungslosigkeit. Ich komme gerade von der Arbeit. Ich war heute Morgen nicht fähig zum Arbeiten. Wir hatten vor kurzem hier ein Straßenfest, da war er dabei. Ein sehr netter Mensch. Mir tut nur die Frau leid. Ich finde es furchtbar für alle Beteiligten. Er ist einer von vielen. Der Terror ist so weit weg. Bomben explodieren immer in weiter Ferne. Mit einem Mal sind Freunde, Verwandte, Väter unter den Opfern. Der feige Anschlag von New York erschüttert den kleinen Ort Willstedt und auch Bibelsheim. Alle denken nur eins, hoffentlich mussten sie nicht leiden, haben nichts mitbekommen, als sie starben. Es braucht sicherlich eine Menge Zeit, um überhaupt mal richtig zu begreifen, was passiert ist. Die Familie von Christian Adams verfolgt am Fernseher jede Nachricht. Sie hofft, sie betet, dann ist es Gewissheit, der Familienvater ist tot. Ich bin gestern Abend spontan zur Familie gefahren. Wir hatten dort zusammen noch ein Funken Hoffnung, an den wir uns geklammert hatten. Erst danach kam die Passagierliste, die diese Hoffnung zunichte machte.
Vier von tausenden Opfern, vier Lebensgeschichten, die beendet werden, vier Familien, die für immer zerstört sind. Doch das Bangen geht weiter. Unter den vielen tausend Vermissten werden auch noch 10 Mitarbeiter der Deutschen Bank verzweifelt gesucht. Mit Trauer, Bestürzung und zahlreichen Absagen reagierte heute auch der Sport auf die Terrorkatastrophe in den USA. Nach der massiven Kritik der Vereine gestern entschloss sich heute auch die Europäische Fußballunion UEFA, alle 51 Europapokalspiele heute und morgen abzusagen. Darunter auch die beiden Champions League-Begegnungen Bayer Leverkusen gegen Fenerbahce Istanbul und Feyenoord Rotterdam gegen Bayern München, das ja hier bei RTL übertragen werden sollte. Die Reaktionen darauf hat Reinhard Brinks zusammengefasst. Auf der einen Seite erleichtert, heute nicht spielen zu müssen, andererseits tief erschüttert über die gestrigen Ereignisse. Die Bayern hatten es am Nachmittag eilig, nach der Absage aus Rotterdam wegzukommen. Ja, es gab für mich überhaupt keine andere Entscheidung. Wenn man wie ich die ganze Nacht die Bilder aus New York und Washington, vor allem aber aus New York, miterlebt hat, dann konnte man sich nicht vorstellen, dass an so einem Tag Fußball gespielt werden kann. Die Bayern-Bosse geschockt, kaum in der Lage, sich mit Fußball zu befassen. Und die jungen Spieler haben die Köpfe nach der Katastrophe erst recht nicht frei. Also man hat halt gesehen, dass selbst so wie es halt gestern überall im Fernsehen war, dass Amerika eine Riesenmacht ist und dass halt einfach in einer Stunde 4 Flugzeuge entführt werden und die sich dann die Ziele ausgucken und dass sowas einfach passieren kann bei so einer Macht wie der USA. Und also das kann natürlich in jedem anderen Land auch passieren und irgendwo ist man dann misstrauisch und hat auch irgendwo Angst, klar. Angst bei Ihnen auch? Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt vor 2 Tagen Vater geworden und die Unsicherheit ist schon da, in was für eine Zukunft man mit dem Kind geht. Und ja, ich hoffe, dass sich das dann alles noch irgendwie wieder glättet und nicht eskaliert. Auch in Leverkusen war man froh, dass die UEFA die heutige Partie gegen Fenerbahce Istanbul abgesagt hat. Nun in so einer emotionellen Situation, die gestern und noch heute einem im Kopf rumgeht, ist Fußball einfach nicht annehmbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer normal Fußball spielen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich einer normal eben beim Fußball freuen kann, wenn er gewinnt oder hochspringen kann. Das sind Dinge, da muss der Fußball mal hinten anstehen. Gestern dagegen rollte unverständlicherweise der Ball. Eine Gedenkminute für die Terroropfer. Dann musste Schalke gegen Athen spielen. Das Champions-League-Debüt des Vizemeisters ging mit 0:2 daneben. Die Schalker verkrampft, unfähig, die schrecklichen Gedanken zu verdrängen. Wir haben die Bilder natürlich schon verfolgt. Und es war natürlich schon sehr schockierend für uns. Und wir wussten noch gar nicht, ob wir überhaupt heute Abend spielen sollten. Es war so ein bisschen im Gespräch, dass das Spiel vielleicht abgesagt wird, aber ja, wir haben jetzt doch gespielt und natürlich hat man das so ein bisschen schon noch im Hinterkopf. Auch den Dortmundern erging es nicht anders. In Kiew erkämpften sich die Borussen nach 0:2 Rückstand noch ein 2:2. Doch richtig freuen über den gewonnenen Punkt konnte sich keiner. Entscheidend ist, dass es für mich eigentlich relativ unerklärlich ist, dass wir heute überhaupt gespielt haben, weil ich das einfach für eine absolute Katastrophe halte. Und das Mitgefühl sollte auch von Europa ausgehen für die Menschen in Amerika. Und ich muss sagen, ich kann nicht verstehen, dass wir heute gespielt haben. Franz Beckenbauer auch nicht. Er flog nach der heutigen Absage direkt nach München zurück. Es wäre sicherlich besser gewesen, wenn man es von Haus aus hätte abgesagt, aber gut, das dauert halt eine Zeit, bis man sowas begreift, bis man sowas kapiert. Und nun ist einmal die Entscheidung gefallen. Gestern wurde gespielt und heute nicht und morgen auch nicht. Und ich denke, es ist eine vernünftige Entscheidung. Um 20.15 Uhr sollte Günther Jauch eigentlich die Champions League-Sendung moderieren hier bei RTL. Stattdessen senden wir ein Stern-TV-Spezial heute Abend. Günther, was erwartet die Zuschauer?